Mittwoch, 19 Uhr. Wir sind so froh, dass Sie eingeschaltet haben. Unsere 5-Euro-Mega-Überraschungsshow. Ganz viel Spaß dabei. Zeit für ganz viele Produkt-Highlights, die für diese Sendung runterreduziert worden sind. Da sind sie. Und das ist eine grandiose Sendung, weil wo kriegt man auch was für 5 Euro und dann auch noch eine ganze Stunde lang ein Produkt nach dem nächsten für den günstigen Preis bei uns bei Pearl TV. Und wir fangen sofort an mit dem ersten Produkt. Bis zu 5-mal dürfen Sie bei jedem Einzelnen bestellen. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ich bin so aufgeregt, dass ich dich unterbreche. Alle aufgeregt. Vor allem, es lohnt sich auch bis zum Ende natürlich immer dabei zu bleiben, denn das letzte Produkt kostet sogar nur halbe 5 Euro. Wow, was hast du hier denn versteckt? Hui. Zähne. Ja, ich habe mal, mein Gebiss abgedruckt für euch. Sie können jetzt mein Gebiss für nur 5 Euro kaufen. Unsere medizinische Fachangestellte. Merve kennt sich damit nämlich extrem gut aus. Deshalb würde ich sagen, du kannst es auch perfekt erklären. Oh, wir hatten das Thema erst heute, ne? Ja, wir haben uns vorhin erst in der Maske über elektrische Zahnbürsten unterhalten. Und da habe ich gesagt, es geht nichts über eine elektrische Schallzahnbürste. Genau so waren deine Worte. Genau, das Da habe ich noch ein bisschen beraten, welche ich gerade habe und dass ich sie liebe und mir gerne 17 Mal am Tag die Zähne putzen würde. Aber 3-mal reicht auch schon. 2-mal ist auch noch abgesegnet von mir. Oh. Hier haben wir wahrscheinlich eine elektrische Zahnbürste für nur 5 Euro, Ingo. Wahnsinn. Irre, ne? 25.000 Hertz, also heißt 25.000 Mal schwingt die über ihre Zähne in der Minute. Versuchen Sie das mal mit der Hand hinzukriegen. Das bedeutet, dass ihre Zähne werden richtig gründlich sauber. Und Merve, du hast ja eine zahntechnischen Hintergrund, ne? Ja, genau. Wie putzt man denn richtig Zähne? Man putzt richtig Zähne in kreisenden, sanften Bewegungen. Daher, dass die ja schon Schall hat, muss man nicht so drücken. Weil wenn man so gegendrückt, dann geht das Zahnfleisch hoch. Und wenn das Zahnfleisch einmal weggeht, kommt es nicht mehr wieder. Oh. So, dann macht man kreisende Bewegungen den Zahn entlang. So, immer über die Zähne. Und auch vorne ganz wichtig. Und vor allem die Okklusalflächen, das sind die oberen Flächen der Zähne. Aha. Da geht man dann auch so rüber. So. Und auch niemals innen vergessen, bitte, weil innen sammeln sich die Bakterien. Bakterien sind relativ doof, weil dadurch geht das Zahnfleisch auch weg. Dann gibt es Karies und das wollen wir alle nicht. So, und wenn Sie das alles so machen, wie ich Ihnen das erzählt habe, dass Sie schön 2 bis 3 Mal am Tag so die Zähne putzen, kreisende Bewegungen, auch vor allem von innen, dann sparen Sie sich definitiv ganz viel Geld für neue Zähne. Also immer schön die Zähne gut pflegen und dann kriegen Sie so ein strahlendes Gebiss. Eine faszinierende Spannweite hier von dem Gebiss. Wer kann seinen Mund so weit öffnen, wie dieses Gebiss seinen Mund öffnen kann? Das ist ja der Hammer. Ja, so weit kann, glaube ich, keiner seinen Mund öffnen. Nee. Also man sieht diese Schallzahnbürsten, sieht man ja ab und zu mal, aber niemals für 5 Euro. Die gehen ja gerne mal hoch auf über 100 Euro. Das, die hier ist mit USB-Akku, das heißt, sie hängen sie ganz einfach an USB-Netzteil, dann ist sie wieder geladen und hält hier, Moment, 160 Minuten Laufzeit. Das ist natürlich der Hammer. Wenn Sie noch nie eine gehabt haben, probieren Sie es mal aus. Sie werden auch merken, dass Ihre Zähne wirklich spürbar deutlich sauberer sind. Die Bestellnummer ist die ZX6442 und die 569 mit dem ersten Artikel in unserer 5-Euro-Megashow. Und da geht's auch schon weiter. Weiter geht's. Wir wissen ja einfach nicht, was kommt. Die Einzige, die weiß, was in den Kartons ist, ist unsere Merve. Ja. Oh, wir haben hier sehr schöne Beleuchtung. Und zwar ein Nachtlicht, genauer gesagt. Das Gute ist, dass dieses Nachtlicht im Vergleich zu anderen Nachtlichtern nicht in die Steckdose gesteckt werden muss, falls Sie keine Steckdose an der richtigen Stelle haben, sondern Sie sind super flexibel damit, weil das akkubetrieben ist. Wie bringen wir das denn an? Hier ist hinten dran ein Magnet und da ist noch ein Magnet mit dabei. Und die eine Seite befestigen Sie einfach mit einem 3M-Montagekleber, der auch schon hier an dieser Magnetfläche dran ist, einfach an der Wand oder am Schrank oder wo auch immer. Und dann können Sie das ganz einfach dagegen klippen mit diesem Magnet. Finde ich schon mal super praktisch, da muss man nichts bohren oder ähnliches.
sondern einfach ankleben. Und wir haben hier sogar zwei verschiedene Lichtfarben. Irre, Ingo, ne? Hat hier gerade kaltweiß und ich habe hier warmweiß. Können Sie einstellen, wie Sie wollen. Und ich sehe auch noch einen Bewegungssensor. Ja, das finde ich das Coole, dass das immer dann nur auslöst, wenn du auch tatsächlich an diesem Bewegungssensor vorbeigehst und auch nur dann, wenn es auch wirklich dunkel ist, weil wir auch noch einen Dämmerungssensor mit dabei haben. Das heißt, das Licht geht von alleine an, sobald Sie vorbeilaufen, und geht von alleine auch wieder aus. Und das ist natürlich ideal, wenn Sie auf Wanderschaft gerne mal nachts durch die Wohnung ziehen. Ja. Macht ihr das auch? Nee, man ja, muss ins Badezimmer. Ins Badezimmer. Ich glaube, da geht jeder von uns nachts mal hin. Ich trinke immer so viel den Tag über. Und ja, ist ja auch gesund. Ist ja auch gesund, Moldi. Oder auch mal zum Kühlschrank. Ach, zum Kühlschrank auch. Oder ich gehe ins Wohnzimmer runter und dann hole ich erstmal Carlo nach oben. Oh, der Hund. Der muss immer mit in meinem Bett schlafen. Oh. Also, ob er will oder nicht. Aber er will. Ich bin mir gerade vor, wie du ihn kuschelst. Der arme Hund. Oh. Also sehr akkuschonend auch, dadurch, dass das Licht immer an und aus geht wieder. Und zum Laden können Sie es ganz einfach dann, dadurch, dass es nur mit Magnet festgemacht ist, auch wieder abnehmen. Das ist ja wirklich genial gemacht, ne? Weil es gibt ja diese Lampen mit Batterien, da muss man die wieder wechseln. Das ist wirklich sehr, sehr einfach hier zu lösen und einfach wieder ans USB-Netzteil hängen. Mit den zwei Farben und den Bewegungsmeldern natürlich perfekt für den nächtlichen Gang zur Toilette oder an den Kühlschrank, wie du gesagt hast, Moni. Oder den Hund zu holen. Ja, richtig. Der Preis ist fantastisch in dieser Sendung und deswegen schauen wir uns mal die Preisgestaltung noch mal genauer an. 13 Euro ist der Preis für alle anderen Pearl-Kunden. Nur für Sie gibt es diesen 5 Euro Megashow-Preis in dieser Sendung. Und das sollten Sie unbedingt mitnehmen. Wie gesagt, Sie dürfen ja mehrfach zugreifen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Nachtlicht wirklich sehr sinnvoll ist, mehrfach zu bestellen. Also gerade wenn wir diese Wege komplett ausleuchten wollen. Am besten direkt eins an der Bettkante. An der Bettkante, ganz wichtig. Da denke ich an dich, Ingo. Du hast ja schon mal ganz übel den Zeh gestoßen. Das habe ich im Februar erzählt. Das ist immer noch in Erinnerung. Ne? Ja, ja. Aber das hat jeder schon mal gemacht. Ne? Ja, das stimmt schon. Deswegen, jeder konnte das sehr gut nachempfinden. Ja, ja. Also an der Bettkante, im Flur, im Badezimmer haben wir gehört. Und in der Küche, wunderbar. Oh, guck mal, hier oder die Treppe an der Treppe auch, ne? Noch. Das sind ja auch fiese Stolperfallen. Also 5 Stück machen hier definitiv Sinn für jeweils nur 5 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX6063 und die 569 und das extra hierbei schon erwähnt, dass wir wählen können, ob wir es lieber warmweiß, gemütlich haben wollen oder eben eher moderner im Tageslichtweiß. Ja, Sie müssen übrigens schnell sein. Die Preise gelten immer nur 2 Stunden oder bis das Kontingent alle ist, was gerade hier in der 5-Euro-Megashow natürlich immer sehr schnell passiert. Oh, das macht jetzt schon so Laune. Einmal. Du schüttelst immer erst, ne? Liebe Grüße. Was ist es? Was ist das? Cool. Das ist auf jeden Fall ein Zweierset. Finde ich auch immer sehr beeindruckend, wenn wir 2 Sets in der 5-Euro-Megashow haben. Und das wird jetzt für Ingo sehr interessant werden, weil Ingo trägt eine Brille von uns. Ah. Müsste eigentlich auch eine tragen. Aber ich glaube, wir haben auch alle Sonnenbrillen oder auch diese Blaulichtfilterbrillen. Super. Und hiermit haben sie ja, nämlich ein Spray, was sie ganz einfach auf ihre Brillengläser sprühen können. Und dann beschlagen die nicht mehr. Oh, wie praktisch. Das ist dein Retter jetzt im Winter. Wenn man nämlich aus der Kälte reinkommt in die Wärme. Und die Brillengläser beschlagen. Ja, ich kenne es auch von früher, als ich noch keine Brille getragen habe. Eine Sonnenbrille beim Skifahren, du kommst in irgendeine Hütte und kannst nichts mehr sehen. Das ist ja genial. Und das klappt. Oder im Muss ja direkt mal ausprobieren. Im Zoo, im Affenhaus. Da konnte meine Mama erstmal nichts sehen, weil ihre Brille mal beschlagen war. Ja, Affen sind von meiner Mama die Lieblingstiere. Da musste ich immer mitkommen. Meine auch. Ins Affenhaus. Oder auch grundsätzlich in diesen Tropenhäusern. Ne? Ja, genau. Da ist ja die Luftfeuchtigkeit auch immer sehr, sehr hoch. Und, funktioniert's, Ingo? Das ist ja Wahnsinn. Gut, oder? Geht auch übrigens für die... Schläft das echt nicht mehr? Du hauchst dagegen und es beschlägt nicht. Brille, Tauchermaske. Zeig mal. Ja, das ist ja wirklich mega. Oder auch für die Windschutzscheibe steht hier. Ich kann es ja nicht glauben. Das beschlägt gar nicht. Ja, Windschutzscheibe war das Erste, woran ich dachte, weil bei mir geht es jetzt schon wieder los, dass die Windschutzscheibe beschlägt. Motorradhelm, Visier, Badezimmerspiegel.
Nach dem Duschen. Ist immer mein Gott, Ingo, du Frauenversteher. Ja, ich habe das heute Morgen gemerkt. Ich komme aus der Dusche raus, habe überhaupt nichts gesehen. Wenn man dann anfängt, mit dem Lappen da lang zu wischen, hat man dann tatsächlich immer dieses Schlier drauf. Aber das ist ja beeindruckend. Guck mal. Das ist wirklich kein Beschlag. Also das werde ich mir wirklich bestellen. Das ist ja irre, das ne? wird bestellt. Das wirklich. Ist vor allem ein Zweier-Set. Also zwei Fläschchen für Badezimmerspiegel und Windschutzscheibe war gerade das Stichwort für mich. Windschutzscheibe, ja Windschutzscheibe natürlich. Und Badezimmerspiegel. Und auch normale Brillen, Sonnenbrillen, Visier von einem Helm, Taucherbrille steht hier, so viel. Mhm. Genial, ich wusste also, gar nicht, dass es sowas gibt, hätte ich nicht gedacht, aber das ist natürlich ein Muss. Hier, aber ich glaube, ich hätte da deutlich mehr für bezahlt als 5 Euro, wenn ich das vorher gewusst hätte. Ja, das stimmt. Da hätte ich auch mehr Geld für ausgegeben. Aber jetzt das Zweierset für 5 Euro, hervorragend. Das hat übrigens eine Wirkung bis zu 20 Tage lang. Also es ist sehr beeindruckend. Und Sie bekommen hier eben das Zweierset. Bedeutet, Sie bekommen 2 Sprays plus 2 Mikrofasertüchern und Anleitung. Ja, die sind auch toll, die Tücher, die dabei sind. Also die Tücher auch. Ja. Ne? Das ist ja auch immer wichtig, dass die Brille nicht zerkratzt wird. Sauber deine Brille jetzt. Ja, ich bin ganz anderer Mensch. Ach, mit dir sitze ich hier, Rebecca. Endlich kannst du sehen. Also Putzeffekt mit auch noch Am mit Moni, dabei. Du auch hier. Ich bin auch hier, Ingo. Siehst du mich endlich? Also das habe ich noch nicht gesehen, das Produkt bei uns. Und bin begeistert. Oh, ist das Strom für unterwegs? Das ist Strom für unterwegs, die Powerbank. Oh, meine Lieblingspowerbank. Mein Lieblingsformat. Im Carbon-Look. Stimmt. Im Carbon-Look. Carbon-Optik. Das ist interessant, man sieht ja schon mal so Powerbanks für 10 Euro, 15 Euro irgendwo im Discounter. Die haben meistens 5000 mAh, die hat 10.000 mAh und kostet nur 5 Euro. 10.000 mAh, das sind so ungefähr 50 extra Stunden fürs Handy. Stell dir das mal vor, Moni. Ja. 50 extra Stunden. Keine Panik mehr, weil das Handy alle ist. Richtig. Darf ich das sagen? Du warst ja bei uns vor 2 Wochen in der Garderobe. Ich brauche ein Ladeteil. Mein Handy ist bei 70%. Nee, wirklich? Bei 70%? Ja, bei 70% ist bei mir geht irgendwie bei aktuell der Pulsschlag hoch. Das ist aber heute noch so, dass ich dann mein Handy aufladen muss, weil ich mache mal alles mit meinem Handy. Ich nehme nicht mal mehr meinen Geldbeutel mit. Mhm. Und wenn mich das im Stich lassen würde, das wäre wirklich ein Problem. Das stimmt wirklich. Man macht ja so viel mit dem Handy. Mhm. Navigation, bezahlen, Fahrkarten zeigen. Die ganzen Handynummern. Konversationen, sich E-Mails. Treffen. Fotos machen. Ja. Online-Banking. Ja, und das alles von unterwegs, immer wieder. Also wir machen ja so viel mittlerweile mit dem Handy, dass natürlich der Akku irgendwann erschöpft ist. Und das ist super, eine Powerbank immer dabei zu haben. Ja. Wir mögen es ja gerne stilvoll, wir mögen es gerne passend und stimmig. Das ist mal eine Powerbank, die wirklich schick aussieht. Definitiv. Also die auch wirklich dafür konzipiert worden ist, schätze ich mal, weil sie so schick ist, dass sie die auch einfach auf dem Tisch mal neben dem Handy liegen lassen können. Sieht super aus. Ich mag das auch bei der, dass die circa die Größe eines Handys hat. Das heißt, man kann die dann auch einfach mit in die Handtasche, in den Rucksack oder in die Tasche legen, ohne dass es jetzt so ein Klotz ist, den man ungern mit sich rumträgt. Das ist circa genauso groß wie mein Handy. Dann kann ich mein Handy damit drauflegen, ein kurzes Kabel und dann habe ich so ein 2-in-1 und kann einfach mein Handy plus Powerbank noch in auch eine Abendtasche oder einen Rucksack packen, ohne dass es mich stört. Und ich finde das unglaublich. Ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich das erste Mal mit meinem Handy getankt. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Mit deinem Handy getankt? Ja, also mein Handy bezahlt. Mit meinem Handy bezahlt zum Tanken. Ich habe so eine App, wo du dann nochmal 3 Cent runterkriegst pro Liter. Und das ist schon praktisch, muss man sagen. Oh, wow. Stell dir vor, dein Akku wäre jetzt leer gewesen. Genau. Ja, das wäre jetzt noch nicht so wild gewesen, aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Zug und meine elektronische Zugfahrkarte ist nicht mehr da, weil mein Handy plötzlich leer ist. Dann bist du Schwarzfahrer. Ist mir schon passiert. Ist dir schon passiert? Ist mir schon passiert. Haben Sie dich rausgeschmissen? Also nicht rausgeschmissen, aber es wird als Schwarzfahren deklariert. Ja. Also zahlst du dann doppelt, einmal das Ticket und dann noch das Schwarzfahrticket. Na super. Super ärgerlich, wirklich. Und gerade navigieren, ne, da hast du ja das Handy ständig an. Ne, wenn du irgendwie auf Wanderung unterwegs bist, du willst ja auch nicht mitten im Wald plötzlich keinen Akku mehr haben, wenn du da umknickst oder so. Das ist ja ein Horror. Ne? Ja. Deswegen, ich fühle mich ohne Handy echt unsicher mittlerweile. Und deswegen finde ich eine Powerbank super wichtig. Aber der Preis ist unglaublich für so eine Powerbank.
10.000 mAh für nur 5 Euro können Sie bestellen mit der ZX8671 und der 569. Ja, Powerbanks sollte jeder haben. Ich habe eine zu Hause, falls mal Stromausfall ist. Ich habe eine im Büro, ich habe eine im Auto, eine in meinem Mantel. Kann man eigentlich nie genug haben. Auf ist auch ein tolles Geschenk mal so. Ja. Ist überhaupt, ne? Für Weihnachten oder Nikolaus oder Adventskalender. Kann man hier richtig groß absahnen. Für unterwegs. Vielen Dank. Ja, doch. Ja, doch, 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 doch. Darf ich? Du darfst. Na, was ist das? Moni, Beleuchtung. Ja, und ich weiß auch, wo die steht. Ich weiß auch, wo die steht. Bei Diana im Flur. Ja, genau, stimmt. Also es ist eine super schicke Tischlampe, die einfach wahnsinnig dekorativ ist. Egal, wo Sie die hinstellen, es sieht einfach total gut aus. Also das kann im Flur sein, wie wir es von Diana kennen. Das kann auf dem Wohnzimmertisch sein, das kann auf einer Fensterbank sein. Das kann auf dem Esstisch in der Mitte sein. Für mich ist das immer auch gerade bei dieser schönen Lichtfarbe auch mal ein schöner Kerzenersatz. Ja. Also die Lampe geht wirklich immer, aber so eine Lampe, auch gerade mit diesem Fuß, musst du schon mal suchen. Ich finde, super schick gemacht, ne? Ich finde den roségoldenen Fuß einfach unglaublich einzigartig. Also es gibt ja oft Lampen oder Beleuchtungen, die dann schwarz unten sind oder weiß, aber hier in so einem richtig schönen Roségold macht das einfach was her und lässt sich sehen. Also sieht auch futuristisch aus durch diese Form. Es ist ja jetzt nicht irgendwie einfach nur rund oder eckig, sondern es hat ja wirklich auch eine einzigartige Form. Und wir haben ja auch einen Bewegungssensor. Mhm. Das finde ich gut, dass man das auf Bewegungssensor einstellt, also auf Bewegungsmelder. Und dann geht die immer nur dann an, wenn jemand dran vorbei huscht. Ist sie mit Akku oder mit Batterien? Die ist mit Batterien. Ist mit Batterien? Tatsächlich. Ja, die ist batteriebetrieben. Also wirklich eine sehr, sehr schön, außergewöhnlich schöne Lampe. Vor allem, man braucht halt kein Kabel, das finde ich so praktisch. Ne? Mhm. Wenn man mal so eine Beleuchtung ins Regal stellen will oder sowas, hat man sonst immer das Problem, wo ist denn da eine Steckdose? Und dann ist man schon eingeschränkt wieder, wo man die einsetzen kann. Ja. Die ist richtig, richtig schön hier, also wirklich klasse. Liebe Grüße an dieser Stelle an Sie da draußen und ganz besonders grüßen wollen wir mal den Günther. Liebe Grüße nach Riesa. Der Günther hat zugegriffen beim Anti-Beschlagspray. Ja, das werden wir auch alle noch. Genau, wir nehmen es auch auf jeden Fall noch mit und wir haben gehört, die Telefone glühen aktuell. Genau, richtig, der Hinweis ist genau richtig platziert. Schnell sein, aber das Produkt hat also nicht nur uns begeistert. Sehr schön. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zurück zur Lampe, die sollten Sie auch noch mitnehmen. Ja, unbedingt. Für mich gibt die auch immer so ein bisschen Hotel-Feeling, weil das erinnert mich immer an so eine richtig schöne Eingangshalle, an eine Rezeption. Also gerade auch im Flur, wie das Diana auch gemacht hat, finde ich das sehr gut, weil wir haben eben auch einen Bewegungssensor. Wenn man dann einfach mal vielleicht auch zum Badezimmer gehen möchte, zur Küche, dann ist es einfach beleuchtet. Gerade auch mit diesem Roségold, das ist aktuell sehr, sehr im Trend. Und jetzt schauen wir auch mal, wie viel Sie sparen. Bei Pearl.de wären wir bei 13 Euro als Preis-Hit und jetzt für 5 Euro. Also manchmal frage ich mich, wie wir Ihnen das hier anbieten können, weil 5 Euro, das kriegt man wirklich nochmal zusammen. Ne? Merve sagt immer, einmal in der Jackentasche gucken, noch in der Hosentasche und schon hat man dann 5 Euro zusammen. Was ich hier auch so toll finde, die ist ja batteriebetrieben. Das heißt, einmal Batterien rein, dann auf Auto stellen, also auf Bewegungssensor und dann hält die wahrscheinlich ewig, weil die ja dann sowieso nur angeht, wenn man da vorbeiläuft. Ja, LEDs brauchen sowieso nicht viel Strom. Also da kriegen sie eine ordentliche Laufzeit raus mit den Batterien hier. Also fantastisch schöne Lampe hier. Absolut. Sollten Sie unbedingt mitnehmen, wenn Sie auch noch mal eine schöne Lichtinstallation gesucht haben. Die ist ganz besonders schön mit dem roséfarbenen Sockel und der besonderen Form. Die Bestellnummer ist die NX5159 und die 569. Sehr elegant und zeitlos. Und der Albert aus Lappersdorf, der hat uns auch geschrieben, für uns ideal, um nachts beim Aufstehen nicht das normale Licht anzumachen und das ganze Haus aufzuwecken. Also auch da können Sie diese Lampe natürlich auch als Nachtlicht nutzen mit dem Bewegungssensor. Das ist genauso möglich. Aber für mich ist es in erster Linie wirklich eine sehr schöne Dekoration, gerade mit diesem schönen, elegant, schummrigen Licht. Toll. Sehr super schön. Elegant. Sehr schönes Licht. Also tolle Produkte hier.
Die Edith hat auch gerade noch mal das Spray gekauft und die Powerbank noch dazu. Das macht natürlich absolut Sinn. Also liebe Grüße an dieser Stelle auch noch mal. Ich glaube, wir müssen direkt nach der Sendung alle Zuhörer gerade noch bestellen. Hoffentlich ist es noch da, wenn die Sendung vorbei ist. Ja, maximal die nächsten 2 Stunden, aber auch nur maximal, wenn das Kontingent nicht vorher erschöpft ist. Und das ist natürlich immer gut, Vorsorge zu betreiben. Ja. Ja, mit unserer Feuerlöschdecke. Die ist hier sogar eine Glasfaserfeuerlöschdecke. Richtig löschen rettet Leben, egal ob brennendes Öl oder auch Fett. Hiermit, das dürfen Sie ja auch niemals mit Wasser löschen, bitte nicht. Hiermit können Sie einfach die Stichflamme ersticken, einfach diese Decke darüber werfen. Und ich finde, das sollte in jeder Küche zu Hause sein, aber ich würde auch sagen, einfach in jedem Zimmer. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Das ist ja die Kerzenzeit, die Adventskranzzeit mit Kerzen, Tannenbaum und so weiter. Sie kennen das wahrscheinlich selber, aber ich finde auch das ganze Jahr über, das rettet einfach Leben und ist einfach super wichtig. Finde ich hier für den häuslichen Gebrauch auch einfach mal wirklich, dass man daran denkt, sowas zu haben. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob zum Beispiel mein Bruder zu Hause in seiner Wohnung eine Löschdecke hat. Ich glaube nämlich nicht. Aber es kann ja immer mal in der Küche beim Kochen oder sonst wo oder auch ein kleiner Kurzschluss. Es kann immer mal ein kleines Feuer ausbrechen. Das wollen wir alle nicht hoffen, aber dann gewappnet sein mit einer solchen Löschdecke, die einfach auch so klein und kompakt ist, kann man gut verstauen natürlich, da wo man sie schnell hat. Hier oben auch noch so eine Aufhängeöse. Ist, glaube ich, oder nicht, glaube ich, ich sage, es ist ein Muss in jedem Haushalt. Mhm. Ich meine, 5 Euro für Sicherheit ist schon der Hammer. Ne? Gerade in der Küche, wenn man mal so eine Pfanne hat und irgendwie was anbraten will, dann passiert das schon mal, kann das wirklich passieren, wenn man mal nicht hinguckt und das zu heiß macht, dann das Öl dann eben tatsächlich Feuer fängt. Dann machen Sie bitte, bitte kein Wasser drauf. Sie müssen das wirklich hier Sauerstoff eben abriegeln hier mit so einer Löschdecke. Ist ideal für 5 Euro, die nimmt überhaupt keinen Platz weg. Kann man mal eben mit unter die Spüle stellen, dann sind Sie eben, haben Sie vorgesorgt für diese Fälle eben. Egal ob für Fettbrände oder auch brennende Elektrogeräte. Und da hat man auch einiges in der Küche. Zum Beispiel der Toaster, der Eierkocher, was auch immer, vielleicht auch mal das Bügeleisen. Also sollte man einfach zu Hause haben. Nimmt auch gar nicht viel Platz weg, wenn man es nicht braucht. Aber wenn, dann rettet das wirklich Ihr Leben, Ihr Hab und Gut und kann viele weitere Kosten hier wirklich ersparen. Das ist ja einfach eine Sache, wo man wirklich bestellen sollte, die NC8610 und die 569 gerne auch hier wieder bis zu 5-mal zugreifen. Ja, toll, also sehr, sehr sicher. Machen Sie das einfach, holen Sie sich die mindestens einen für die Küche. Ja. Oh, ich sehe, wir haben einen Preisalarm. Das ist mein Höhepunkt hier für viele Leute. Das ist ein Produkt, was radikal reduziert würde, wo wir nur ein kleines Kontingent haben. Deswegen dürfen Sie es bitte nur einmal pro Besteller bestellen, aber es lohnt sich eigentlich immer. Wow. Nicht nur eigentlich. Das stimmt, nicht eigentlich ist ein doofes Wort. Es lohnt sich immer. Das brauche ich auch jeder Haushalt. Oh, ist das schön. Das sieht aber richtig schick aus. Wow. Dankeschön. Das ist ein analoges Thermometer mit Hygrometer. Sehr schick, wirklich richtig schick. Also ich habe ein digitales Hygrometer, ein Thermometer zu Hause. Das sieht nicht schön aus. Also nicht so schön. Also, ja, das begeistert mich wirklich. Weil das so schick ist, auch in diesem Silber. Und normalerweise denkt man so, ja, so ein Hygrometer, das ist ja eigentlich nur nützlich, aber das stellst du dir hier eben auch gerne als Deko-Objekt mal so hin. Und ich weiß, Merve, du liebst silberfarbige Dekoration. Da wäre das doch mal für dich auch eine schöne Sache, oder? Ich habe auch gerade in meinem Kopf schon drüber gebrainstormt, wo ich das platzieren könnte, muss ich dir ehrlich sagen. Glaube ich. Also ich liebe silberne Deko und ich persönlich würde es mir in eine Vitrine stellen. Ich habe so eine Glasvitrine, weil hier geht es ja wirklich einfach um Optik. Es sieht ja wirklich einfach gut aus. Aber es funktioniert auch, oder? Es funktioniert auch, aber die Optik steht für mich hier im Vordergrund und ich mag diesen retro angehauchten, nostalgischen Stil sehr, sehr gerne. Mhm. In eine Vitrine oder auf die Fensterbank würde ich mir stellen. Ja, aber auf Bücher gestapelt. Ja, dieses Chrom-Design sieht einfach klasse aus. Ne? Ja. Wie warm haben wir es denn gerade, Rebecca? Bitte, was? Wie ist denn die Temperatur gerade hier? Bei mir ist es 21 Grad. Ja, sehr angenehme 21. Und Hygrometer auch super wichtig, gerade auch im Winter, gerade auch im Badezimmer oder ähnliches wegen Schimmelgefahr und so. Mhm. Und wir haben hier 55. Ja. 55 ist ein super Mittelwert. Das ist super. Ist nicht zu trocken.
Es ist nicht zu trocken, nicht zu feucht. Da kann es eben, gerade wenn wir im Winter mal die Fenster aufmachen, diese Stoßlüften muss man ja, ja ab und zu mal machen, dann kann sich schon mal so ja, Wasser an den Wänden sammeln und dann entsteht eben Schimmel. Hier kann man wirklich mal dann auch den Überblick behalten, ist also auch funktionsmäßig nochmal sehr, hinhängen. Sehr gut. Du kannst es sogar hinhängen. Mhm. Ah, den Standfuß kann man also abnehmen. Ja. Yep. Ist ja praktisch. Das finde ich schön, dass du diese Option eben hast. Ne? Ja, ja, ja. Also zum Beispiel, mein Opa hatte immer einen Hygrometer und Thermometer direkt im Eingangsbereich hängen, direkt neben dem Flur, auch an der Wand. Das finde ich auch super. Also es sieht immer sehr, sehr gut aus, egal wo Sie es platzieren. Und wie gesagt, Sie können eben diese wichtigen Werte auch im Blick behalten. Gerade auch an so Orten, wo Sie vielleicht wissen, da haben Sie tendenziell zu viel Luftfeuchtigkeit oder zu wenig. Ja. Da ist das gerade im Winter total super. Auch da in den Räumen, wo Sie die Wäsche aufhängen, da wird es ja gerne mal zu feucht. Und ich weiß, man tut sich manchmal so ein bisschen schwer, die Fenster dann zu öffnen, wenn es so kalt ist. Ja. Hier können Sie sehen, ob Sie die Fenster gerade noch zulassen können oder ob Sie die nicht schleunigst aufmachen sollten, damit die Luftfeuchtigkeit rausgeht. Knapp 13 Euro für dieses Designschmuckstück bei Pearl.de. Sie als Pearl-TV-Zuschauer zahlen exklusiv bei uns in unserer 5-Euro-Megashow natürlich nur 5 Euro. Denken Sie dran, ist unser Preisalarm. Also bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Mit der NC7360 und der 569 braucht übrigens keine Batterien oder Akku. Das funktioniert automatisch, mechanisch. Ah, sehr, ja. Sehr, das ist dieses Analoge eben, ne? Dass du keine digitale Anzeige hast, sondern analog und da eben dann genau die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ablesen kannst. Sehr, sehr schick, unser Preisalarm. Hat mir auch gefallen. Wir sind stilvoll unterwegs heute, ne? Das stimmt. Und mit ja, dem Spray ja. Kann ich dann alles beschlagfrei sehen. Ja, das ist schön. Und an dieser Stelle wollen wir kurz nochmal die Gelegenheit nutzen, auch uns bei Ihnen zu bedanken für die zahlreichen Bestellungen, zum Beispiel beim Wolfgang. Der hat die Schallzahnbürste bestellt. Das Nachtlicht. Und die Tischlampe. Sehr gute Auswahl. Ja. Liebe Grüße nach Erfurt an Sie ganz persönlich. Und schön, dass Sie dabei sind. Ja, und wenn Sie jemandem eine Freude machen wollen, einer lieben Dame beispielsweise, haben wir wunderschöne Ohrstecker. Ich bin ein bisschen geschockt über den Preis ich an dieser auch. Stelle. Ich liebe diese Ohrstecker, weil die haben wir so selten bei uns. Gerade für 5 Euro. Ja. Und das sind unsere wunderschönen, echten Süßwasserzuchtperlen. Und ich finde, Perlen gehen wirklich immer, egal zu welchem Anlass. Egal ob zur Arbeit, egal ob wenn man abends schön vielleicht ausgeht oder vielleicht auch ein Date hat mit rotem Lippenstift. Das sieht schon richtig toll aus und wenn Sie das einfach mal Ihrer Liebsten schenken wollen oder vielleicht auch einfach mal zum Beispiel Ihrer Mutter eine Freude machen wollen, sagen Sie nicht, dass Sie nur 5 Euro bezahlt haben, weil die sehen wirklich viel, viel teurer aus. Ist auch 925er Sterling Silber. Oh, das ist super. Also das haut mich wirklich von den Socken, muss ich echt sagen. Und Perlen gehen wirklich immer. Ich hatte eine ganze Zeit lang wirklich tagtäglich Perlen an, weil es einfach immer geht zu jedem Outfit. Und es geht auch in jedem Alter, finde ich. Also sowohl sehr junge Menschen als auch Menschen, die einfach ein anderes Standing haben. Perlenschmuck geht immer und das ist auch von der Größe her, finde ich, eine sehr, sehr schöne Größe, die auch eben immer geht. Nicht zu klein, nicht zu groß, perfekt. Ich finde, das ist das perfekte Mittelmaß, dass es auch nicht zu aufdringlich wird, sondern dass es wirklich richtig schön filigran ist. Und gerade bei Perlen, Perlen ziehen eh schon so die Blicke auf sich. Und da muss es kein großer Klunker sein, sondern da finde ich, ist eine solche zierliche Perle definitiv schöner und auch so zeitlos. Also gerade gerade ich jetzt als Frau kann einfach nur sagen, mit einer Perle liegt man immer richtig. Da machen du würdest sagen, das kann man als Mann das kann man als Mann immer verschenken. Also eine Perle ist wirklich ein Schmuckstück, das kann man verschenken. Egal ob der Frau, der Freundin, der Mama, der Tochter, egal wem. Also mit Perlen macht man wirklich nichts falsch. Und ich muss wirklich sagen, für 5 Euro ist das da kriegst du nicht mal Kunstohrringe nochmal. Zumal das ja auch nicht noch irgendwie doof verpackt ist, sondern auch noch in diesem süßen kleinen Kunstleder-Schmuckkästchen kommt, was auch nochmal was hermacht. Mhm. Einfach ein bisschen rotes Geschenkband drum wickeln, so ganz süße Schleife drauf machen und fertig ist das Nikolausgeschenk.
Ein Perlenohrring als Nikolausgeschenk. Auch schön. Meine Eltern haben am Nikolaustag, ne? Hochzeitstag. Könnte ich ja meinem Vater mal sagen. Oh. Hier, Papa. Das ist also ich wirklich find, ein richtiger Geheimtipp. Perlen strahlen immer so stillose Eleganz aus. Ja. Stilvolle. Ne? Stilvolle. Zeitlose. Was habe ich stillos Zeitlose gesagt? Zeitlose Eleganz. Zeitlos und stilvolle. Ja. Also das ist unglaublich für 5 Euro. Da müssen Sie zugreifen, weil Sie haben garantiert auch einige Frauen, die Sie gerne mal zu dem einen oder anderen Anlass oder auch mal ohne Anlass glücklich machen wollen. Damit funktioniert das richtig gut. Und hören Sie auf uns. Wir lieben Sie alle. Sie haben es gehört, die Männer haben da nicht ganz so die Ahnung. Das ist ja sonst immer ein bisschen schwierig. Ne? Ja, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die NC 4709 und die 569 ist das. Ich glaube, das ist neben dem Spray mein Highlight heute. Aber mal gucken, ob es dabei bleibt, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wisst ihr, was wir am 6. Dezember machen? Nee. Auslosen. Oh, doch, ich weiß die Auslosung. Ja. Wir feiern 35 Jahre Pearl und haben die ganze Zeit schon eine Sonderverlosung hier, wo wir jeden Monat Preise weggeben. Jedes Paket, was Sie bei Pearl bestellen, was Sie gerade bestellen bei uns, kriegt eins dieser Lose dazu. Und am Ende, am 6. Dezember, haben wir eine riesengroße Verlosungssendung, wo dann der Hauptgewinn ein nagelneuer BMW auf Sie wartet. Mit ein bisschen Glück können Sie den dann auch gewinnen. Vielleicht hat auch Edith Glück. Die hat nämlich gerade noch mal angerufen und noch mal bestellt. Die Tischlampe und die Feuerdecke hat sie bestellt. Und das ist ja nicht ihre erste Bestellung. 10 Jahre ist Edith schon Kundin bei uns. Wir haben viele Kunden, die lange bei uns sind. Wir grüßen natürlich ganz, ganz herzlich und vielen Dank für Ihre Bestellung. Wenn wir Ihren Namen nicht sagen, obwohl Sie bestellt haben, bitte, wir haben so eine große Bestellmenge, gerade in diesen Sendungen. Das wird von einem Zufallsgenerator ausgewählt, wen wir dann hier sagen. Aber wir freuen uns natürlich auch immer über langjährige Kunden, die auch noch bei uns bestellen. Und jetzt heißt es, alle Outdoor-Fans, aufgepasst. Oh. Denn wir haben eine Solar-Camping- oder auch Arbeitsleuchte. Super. Und die ist wirklich richtig beeindruckend. Die kann man nämlich hier in der Hand halten. Oder wir haben auch noch eine Magnethalterung mit dabei. Wir haben hier eine richtig leuchtstarke Lampe mit 300 Lumen. Boah. Die braucht auch nur 6 Watt, also super sparsam. Wir haben 3 verschiedene Leuchtmodis. Volle Helligkeit, gedimmt oder auch blinken. Gerade für Notfälle, gerade im Outdoor-Bereich, können Sie dann auch sich aufmerksam machen. Hervorragend. 2 starke Magneten zum eben Befestigen oder auch eben einen Tragegriff. Ein Standfuß ist auch noch mit dabei, den Sie ausklappen können. Ist ganz neu hier bei uns. Und gerade mit dem Solarpanel ist das ja super praktisch. Spritzwassergeschützt ist es eben auch noch. Und das Ganze hier ist akkubetrieben, finde ich auch einfach perfekt. Gerade eben mit dem Solarpanel oder Sie hängen es dann einfach auch nochmal mit dem USB-C-Stecker hier einfach an die Steckdose dran. Und das reicht dann wirklich enorm lange. Habe ich das richtig verstanden? Das ist eine Neuheit jetzt? TV-Premiere bei uns in der 5-Euro-Megashow. Das ist der Hammer. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob ihr die schon gesehen habt. Nein, ich kenne die nicht. Ah, die ist wirklich ultra hell. Also wirklich, das ist eine ganz exklusive Chance jetzt für Sie als Pearl TV-Zuschauer, das neue Produkt jetzt schon hier zu diesem super günstigen Preis zu bekommen. Du kannst da reingucken? Nee, ich wollte nur mal demonstrieren, wie hell die ist. Wahnsinn. Ist ja wie unsere Scheinwerfer. Und so bin ich mit, also die ist richtig hell. Das ist, finde ich, perfekt zum Campen. Gerade weil man die ja per Haltegriff halten kann oder auch irgendwo festmachen kann, dass man sich mal ins Zelt so eine richtige Festtagsbeleuchtung holt. Ja. Das ist wirklich eine Festtagsbeleuchtung, ja. Ja, aber auch manchmal abends, wenn man im Dunkeln noch, was weiß ich, irgendwas arbeiten will und den Strom abstellen muss oder einen Lichtschalter ausbauen will. Perfekte Beleuchtung, ist ja fast eine Arbeitsleuchte hier schon. Ja, so sieht es ja auch aus, nämlich handliches Baustrahler-Design. Ich finde, das stimmt. Gerade im Autobereich hervorragend, aber auch mal so zu Hause zu haben bei Stromausfall oder Ähnlichem, hat man hier einfach die volle Leuchtkraft. Wir haben ja übrigens eine COB-LED, also das ist auch nochmal sehr beeindruckend. 3 verschiedene Leuchtmodis, wie gesagt, gerade auch das Blinklicht finde ich toll. Und das ist richtig cool mit dem Tageslichtweiß, das ist wirklich super, super hell. Und dass es auch akkubetrieben ist und das Solarpanel verbaut ist. Also Sie merken schon, wir sind sehr begeistert. Die ZX76, 2x die 0 und die 569. Die Bestellnummer und gerade vielleicht auch für handwerkliche Arbeiten zu Hause ist das mal eine tolle Sache. Ja, ne?
Also so Licht kann man immer brauchen. Und das ist jetzt eine sehr universell einsetzbare mit Solarpanel. Das heißt, die muss man nicht mal ans Ladekabel hängen. Die kann man einfach auf die Fensterbank legen, egal wohin, wo Tageslicht ist. Und dann ist die immer einsatzbereit. Ingo, du darfst. Ich darf. Ja. Ganz besonders. Ich bin schon über den Buzzer und gleich geht es los. Jetzt geht's los. Wir können es immer kaum erwarten, schon zum nächsten Schnäppchen zu gehen. Weil es so ganz schön gehetzt ist. Ich meine, 5 Euro ist wirklich für jedes einzelne Produkt bisher echt ein unverhältnismäßig guter Preis gewesen. Ja. Das habe ich auch noch. Ich meine, alleine ein Kaffee, ein großer Kaffee im Café kostet mehr als 5 Euro. Das stimmt. Und den Kaffee habe ich in 5,5 Minuten getrunken. An den Produkten habe ich viel länger Spaß und Mehrwert. Schau mal, Vor allem, genau. Wir haben Gummiüberzieher für Schüsseln oder ähnliches. Stretchdeckel sind das. Ein Fünfer-Set sogar. Das Tolle ist, man kann die so. Als Frisbee-Scheibe, weil die so schön kleben. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben doch heute Morgen auch schon wieder drüber gesprochen, wenn wir Quark übrig haben und Quark. Du stellst das dann wieder in den Kühlschrank mit der Schüssel. Das ist super blöd, wenn du Frischhaltefolie immer verwenden musst. Ja. Also ich habe Frischhaltefolie heute erst nochmal gekauft. Ich schäme mich jetzt schon fast, wenn ich jetzt das hier sehe. Weil ich glaube, das ist wirklich die nachhaltigere Alternative zur Frischhaltefolie, um den Quark schön frisch zu halten. So einfach geht's. Ja, gerade weil man das ja auch in verschiedenen Größen hat, kann man das zum Beispiel, wie Moni das hat, fürs Quarkschälchen nehmen. Aber hier mit der Größe kann man dann auch mal eine größere Schale oder auch andere Essensreste, wenn man jetzt zum Beispiel, wir nähern uns der Winter-Weihnachtszeit, da wird immer viel Essen gekocht und meistens auch viel zu viel. Und dann kann man das einfach mal luftdicht verschließen und in den Kühlschrank packen. Und das Schöne hier ist, dass die auch mikrowellenfest sind. Die kann man in den Tiefkühler stellen. Die kann man aber auch mit in den Ofen packen, weil die sind ja bis zu 220 Grad. Wow. Also das ist so vielfältig einsetzbar. Ja, und immer wieder verwendbar. Das ist halt das Coole dran, im Gegensatz zu so einer Frischhaltefolie. Das 5er-Set hier in verschiedenen Größen. Ganz, ganz einfach, dass ihr auch auf verschiedenen großen Schüsseln das ganz einfach rüberbacken können. Ja, Quark ist so ein Problem, bei uns eigentlich auch. Ich liebe es morgens ein Brötchen mit Quark und Marmelade zu essen. Aber Quark hält sich nicht so lange, wenn der einmal auf ist. Das 5er-Set gibt es mit der PE3983 und der 569. Der ist richtig klasse hier. Habe ich auch noch nicht gehabt hier. Wir grüßen übrigens den Nikolaus. Der hat bei uns auch schon bestellt. Was? Schallzahnbürste, Nachtlicht, das Thermometer, Hygrometer, das super stylische hat er bestellt. Liebe Grüße nach Lindau. Warst du schon mal in Lindau? Ja, ich war da schon sehr oft. Ach ja. Sehr schön da. Es ist wunderschön da in Lindau. Ich wollte die Spannung mal kurz ein wenig erhöhen. Ach, herrlich. Das ist also wirklich das gefällt sehr beeindruckend, mir wieder. Wenn wir immer hören, woher unsere ganzen Kunden kommen und die bestellen. Das ist ja wirklich weit verstreut. Ich finde das immer sehr hervorragend. Wenn wir auch wissen, woher sie kommen. Ja. Ist immer schön, wenn wir sehen, da sind auch Menschen Teil der Pearl-TV-Familie. Wir sind ja hier immer für uns. Deswegen ist das sehr schön, finde ich, diese Informationen immer zu bekommen, wer denn alles hier zugegriffen hat. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Licht viele Vorteile hat. Gerade wenn Sie im Dunkeln unterwegs sind, hatten wir das schon thematisiert für drinnen. Aber gerade wenn Sie draußen unterwegs sind, ist diese Akkustirnlampe genial. Also das ist wirklich genial. Ich habe also selten eine Stirnlampe gesehen, die so ein cooles Licht rauswirft hier. Das ist so ein richtig fetter Lichtstreifen, der eben dann wirklich alles ausleuchtet. Das ist nicht so eine Lampe, die man dann in die richtige Richtung drehen muss. Das leuchtet richtig eine große Fläche auf. Ja. Und wir haben ja auch noch verschiedene Modi, glaube ich, hier. Richtig. Kannst 7 Stück. 7 Stück, wow. Ja, du kannst das Licht dimmen und du kannst auch Was machst du da? Blinklicht einstellen. Scheibenwischer. Ich sehe den Knopf. Und rote Lichter kannst du auch einstellen. Kannst du alles da mit einem Finger bedienen oder wie machst du das? Oh ja! Blinklicht, da ist man der Star auf jeder Party. Ne? Das ist ja wirklich der Hammer. Sehr, sehr cool. Es haben richtig viele Jogger immer solche Stirnlampen. Ja. Und da auch Fahrradfahrer. Jogger, Fahrradfahrer, Hunde, Hundebesitzer.
Ich finde, eine Stirnlampe kann man ja vielfältig nehmen. Kann man zum draußen spazieren gehen, aber auch zum Arbeiten. Ja. Ist, finde ich, genauso eine gute Arbeitsleuchte. Wenn man zum Beispiel mal irgendwie am Auto was macht oder im Heizungskeller oder im Keller oder egal wo im Haus, Heimwerk. Kistensteuerung, glaube ich sogar. Ne? Dass man die dann einfach benutzen kann und nicht die Taschenlampe halten muss. Und dann hat man beide Hände frei. Guck mal, du kannst hier einfach, ohne jetzt den Knopf zu drücken, das ganz einfach an- und ausmachen hier. Noch besser. Das macht es für mich noch mal mehr zu einer Arbeitsleuchte. Ja, wenn du irgendwo arbeiten musst, wo du beide Hände brauchst im Dunkeln, ne? Weil du sehen musst oder sonst immer Schatten drauf wirfst. Ich denke da mal so unter der Spüle, wenn man da mal irgendwas machen will, da kommt ja kein Licht hin. Ja. Und dann noch eine Taschenlampe dabei halten. Hier ganz einfach. An, aus. Die ist so hell, ich kann dich gar nicht angucken, Ingo. Warte, wir haben ja verschiedene Modi. Ich versuche das mal hinzukriegen hier. Wenn wir von Arbeitsleuchte sprechen, wenn du gerade auch die Finger schmutzig hast vom Arbeiten, dann willst du ja nicht noch an dem Bedienfeld rumtatschen und das alles schmutzig machen. Mal, deswegen ist die Gestensteuerung gerade dafür sehr gut, wenn die Finger einfach jetzt schmutzig haben wir sind. Ingo ist ganz fasziniert von den unterschiedlichen Modi. Hier. Das ist doch klasse. Na, und hier an der Seite nochmal so eine Lampe. Das ist ja genial. Ja, so viel in einem für nur 5 Euro. Und es liegt auch angenehm am Kopf an, Ingo? Ja, das ist so ein Stretchband. Das kann man dann auch noch einstellen auf die verschiedenen Kopfgrößen. Ich habe einen sehr großen Knopf, aber euch passt das ganz genauso. Und man kann damit auch richtig joggen gehen, richtig arbeiten gehen. Hält also gut. Hält ja, wunderbar. Gut. Ganz viele Anwendungsgebiete, wie Sie gehört haben. So eine Stirnlampe ist durchaus praktisch und kann hier in der 5-Euro-Megashow auch mega günstig sein. Ja. Die Bestellnummer ist die ZX8454 und die 569. Also auch diese Lampe begeistert. Nicht nur wegen der vielen Modi, sondern auch mit der Helligkeit bis zu 500 Lumen leuchtstark. Leuchtstärke haben Sie hier und das dann auch tatsächlich im 230 Grad Weitwinkel, weil Sie haben ja gesehen, wir haben hier eine ganze Leiste entlang der Stirn. Die Gestensteuerung ist natürlich auch super praktisch und top modern, so wie es sich für Pearl TV Produkte gehört. 5 Euro. Oh, wir grüßen die Monika. Sehr schöner Name vor allem erstmal, ne? Von Moni zu Moni. Und die Monika hat die Feuerlöschdecke bestellt. Sehr gut. Und auch das Spray. Also ich merke schon, das ist sehr, sehr beliebt. Und wir grüßen nach Limbach, Oberfrohnau. Bestimmt schön dort. Und auf jeden Fall schöner Name auch. Oh, Rebecca, danke. Ich liebe unser Produkt. Das ist ein potenzielles Geschenk. Als wir das letzte Mal vorgestellt haben, hast du gesagt, ideal für Kollegen. Das habe ich mir gemerkt. Ja, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass das ein ideales Geschenk für den Ingo wäre. Ich möchte aber betonen, es ist ein ideales Geschenk für jeden Kaffee-Tee-Trinker oder allgemein warme Getränke, Suppenesser ist, weil wir haben hier eine USB Aufheizplatte oder Warmhalteplatte für Becher. Und das heißt, wenn Sie sich jetzt einen Kaffee machen und Sie kennen das, Sie machen sich den Kaffee, sind dann irgendwie abgelenkt, müssen noch mal woanders hin, egal ob zu Hause oder auf der Arbeit, dann kommen Sie wieder und der Kaffee ist kalt oder der Tee ist kalt. Und das hier ist einfach ein Tassenwärmer. Ja. Für 5 Euro und ich liebe dieses Produkt so sehr, weil wir kennen das auch, wir machen uns vor einer Sendung, hier zum Beispiel vor unserer 5 Euro Überraschungs-Megashow, einen Kaffee, jetzt sind wir 50 Minuten hier und der ist dann kalt, ist schade um den Kaffee und hiermit kann man den ganz einfach ewig lange warm halten. Geht aber auch für Suppen zum Beispiel, genau, also Schüsseln, was du gesagt hast auch. Milchreis, Porridge, Milchreis. Das ist jetzt echt Zeit für Milchreis. Auch sehr gerne, ich will Milchreis. Ja. Jetzt hast du uns was im Kopf gesetzt. Ich so einfach zu machen. Milchreis. Ingo, kannst du uns Milchreis machen? Grießpudding mag ich auch gern. Grießpudding ist auch gut. Ja, Grießpudding ist auch gut. Ja. Mit Zimt. Der hat auch eine Abschaltung, glaube ich, ne? Wenn du die Tasse hochnimmst, dass du dann nicht mehr heizt. Genau. Es ist ja wirklich so, du hast es wirklich genau richtig gesagt. Wir machen hier unsere Sendung und wenn wir zurück an den Schreibtisch gehen, dann ist unser Kaffee kalt. Ich trinke auch gern Kaffee natürlich. Ja. Ne? Oder auch Tee. Und die ist auch so perfekt, weil sie per USB ist. Das heißt, wenn man jetzt kein Netzteil da hat oder keine Steckdose, kann man die ganz einfach an den Computer oder den Laptop oder die Powerbank einstöpseln. Und dann hat man trotzdem ein warmes Getränk. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, gerade jetzt bei diesen sich nähernden kälteren Tagen, ein schön warmer Tee oder ein richtig schön frisch aufgekochter Kaffee. Oder Glühwein. Oder Glühwein im Büro muss. Oder ein Kinderpunsch. Ich
Weiß ja nicht. Oder ein Milchreis oder eine schöne Hühnersuppe, Kürbissuppe. Alles, egal was, Ihnen sind keine Grenzen gesetzt, können Sie dennoch hiermit warm halten. Ich finde es auch cool, dass sie so flach ist. Die kannst du auch mal mit in die Laptoptasche tun oder so. Ne? Aber auch für zu Hause. Weil wenn man auch kleine Kinder hat oder ähnliches, wenn die dann rufen, dann ist man auch irgendwie wieder weg von seiner Tasse. Das kann, also kleine Kinder zum Beispiel, oder vielleicht auch Haustiere. Wenn mein kleiner Carlo mit mir spielen will, dann wird mein Tee auch kalt. Oder wenn der Pipi machen gehen muss. Hatte ich schon sehr oft, dann kam ich wieder und mein Tee war kalt. Ja. Naja. Du trinkst auch gern Kakao. Magst du ihn lieber heiß oder kalt? Ich mag ihn lieber heiß. Lieber heiß. Und da darf sich auch nicht diese Haut oben drauf bilden. Ja, ja, das ist ja, wenn er abkühlt, dann bildet sich diese Haut. Ich liebe die Haut bei Pudding. Ich auch. Ich liebe die Haut beim Pudding. Also auch bei Pudding. Kinder oder ähnliches haben. Ähnliches sind vielleicht auch Haustiere. Dann oder bestellen Kollegen. Sie hier. Oder auch Kollegen sind auch ähnliches. Einfach bestellen hier. Für Essen oder Trinken perfekt. ZX84 81 und die 569 dürfen Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Also 5 Kollegen können Sie damit auf jeden Fall glücklich machen. Super praktisch. Ja. Es ist wirklich genial hier, gerade so als für einen Adventskalender oder ein Nikolausgeschenk hier. Ich muss mal ausprobieren, ob da eine Teekanne auch drauf funktionieren würde. Bestimmt. Ja, dass ich die ganze Teekanne mal warm halten kann. Müssen wir mal testen. So. Aber es geht schon weiter. Wir sind beim letzten Produkt. Was? Ist das das letzte? Das ist das letzte Produkt. Oh, wow, die Zeit geht ja wirklich super schnell. Bedeutet 2,50 Euro. Eine Uhr. Echt? Oh, wie cool ist die denn? In meiner Lieblingsfarbe. Die erinnert mich. Das ist sowas von einer Rebecca-Uhr. Das ist eine Rebecca-Uhr. Soll ich sie dir anziehen? Bei Becky ist alles grün. Es ist also eine Armbanduhr für 2,50 Euro mit Silikonarmband. Und dieses Grün ist ja wirklich total poppig. Ja, das Ziffernblatt ist sogar grün, sehe ich gerade. Ne? Und so grün-metallic sogar. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber das kann man auch drehen. Für 2,50 Euro eine Uhr, ehrlich? Irre, ne? Mit Armband. Erinnert an eine ganz bestimmte Marke. Ja. Ihr wisst, welche ich meine. Ja, ja. Und die Uhren sind mittlerweile wieder super, super im Trend. Aber wesentlich teurer als damals geworden. Und hier einfach eine Uhr für 2,50 Euro. Damit würde ich zum Beispiel alles machen, weil es wäre nicht dramatisch, wenn man mit der Uhr irgendwo mal gegenhaut. Ja. Ist ja auch ein perfektes Geschenk jetzt für den Adventskalender, für die Kinder, für den Enkel. Ja. Finde ich, ist eine richtig flippige Uhr und auch mit diesem Silikonarmband absolut robust, wetterfest, schlammfest. Also die kann man wirklich mal zum Toben benutzen und optisch richtiger super cool, ne? Hingucker. Also damit ich finde es auch schön, dass sie ein richtiges Ziffernblatt hat und keine Digitalanzeige. Ich sehe hier übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass sie auch noch wasserdicht ist, bis 3 Meter wassertief. Ja, noch besser. Das heißt, du brauchst überhaupt nicht abzunehmen. Noch besser. Also es ist eine wirklich tolle Uhr für so einen schmalen Taler. Perfektes Rebecca, Geschenk. Setzt du die Uhr auch noch auf deine Liste? Ja, also ich finde die cool. So. Die ist wirklich super, ne? Ich hätte mich auch wirklich als Jugendliche über so eine Uhr gefreut, total. Wirklich. Ja. Und gerade mit diesem Metallic-Ziffernblatt, das ist es für mich, ne? Muss ich echt sagen. Das finde ich super cool. Und man sieht auch am schmalen Handgelenk, sieht die sehr, sehr gut aus. Ne? Man muss das immer dazu sagen, wenn Sie die Größe irgendwie einordnen wollen, ich habe ein äußerst schmales Handgelenk und da sieht es auch cool aus. Das heißt, auch vom Verschluss her geht das wirklich für alle Größen sehr gut klar. Ich finde, das ist so ein optischer Hingucker. Mhm. Ich meine, du hast jetzt ein schwarzes Outfit an und diese grüne Uhr macht das alles so bunt und flippig. Mehr braucht man gar nicht. Das stimmt. Ja. Es wertet nochmal richtig auf, das Outfit. Ja, und das Schöne, es ist einfach unisex. Ne? Sie können das als Frau tragen, so wie Rebecca hat das macht, oder auch als Mann. Wir grüßen aber noch eine fleißige Pearl-TV-Zuschauerin, Annemarie aus Berlin. Schön, dass du dabei bist und schön, dass dir das Nachtlicht und das Spray und die Ohrstecker bestellt haben. Wir freuen uns sehr, dass wir dich begeistern konnten und ganz liebe Grüße nach Berlin. Übrigens noch ein kleiner Tipp am Rande. Es lohnt sich auch über diese Sendung hinaus dran zu bleiben. Ich finde es nämlich immer super gut zu wissen, dass Sie ab 150 Euro Bestellwert sich die Versandkosten sparen. Und Sie können gerne mehrfach zugreifen im Laufe des Tages. Alle Bestellungen werden am Ende des Tages zusammengefasst. Und das macht dann schon wirklich Sinn. Also das finde ich sehr, sehr gut. Nicht nur hier fleißig in dieser Sendung zugreifen, sondern auch gerne noch bei uns weiterhin dranbleiben. Aber diese Uhr für 2,50 Euro...
Boah, also das ist schon echt eine Ansage. Ja, noch haben Sie Zeit, sich die zu holen. Gerade eben ist erst auf Sendung gegangen. NC7328 und die 569 ist die Bestellnummer. Natürlich dürfen Sie auch diese Uhr gerne bis zu 5-mal bestellen für nur 2,50 Euro. Das ist doch wirklich der Wahnsinn. Da kriegst du gerade mal eine gute Kugel Eis in Bremen. Eine Brezel kriegt man da gerade mal. Brezel. Aber doch keine Uhr. Doch keine wasserdichte Uhr in diesem schicken, schicken Grün. Wenn das mit den Bestellnummern zu schnell ging, gucken Sie bei pearl.tv. Da haben wir alle Produkte nochmal für Sie gelistet. Es waren tolle Produkte dabei. Wir haben schon ein paar Highlights hier von unseren Kunden mitbekommen, was am meisten bestellt wurde. Ich glaube, das Spray liegt im Moment ganz weit vorne. Da müssen Sie schnell sein. Da sind wir schon auf den letzten Stückzahlen. Also ran ans Telefon. Tischlampe auch, habe ich gerade gehört. Also schnell ans Telefon. Und dann viel Spaß mit unseren Produkten.